So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Little Nightmares. So, Ratte gegessen, alles wieder gut. Darauf und dadurch. So, schaut ziemlich nach Küche aus, was jetzt kommt. Und der Langarm geht mir auch nicht mehr auf die Nerven. So, wie komme ich darüber? Kann ich das umstoßen? Tatsächlich. Very easy. Okay. So, da kann ich wieder rauf, wenn ich will. Ist da hinten irgendwas? Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Was oben wäre, hätte mich auch interessiert, aber ist wurscht. Ah, da. Das ist die Frau, die wir, glaube ich, gesehen haben im ersten Part. Sicher bin ich mir nicht. Was auch immer sich das bringt. Ob da wirklich so viele Speicherdinger halt gibt. Oder ob das Secrets sind. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Den Brief können wir leider nicht öffnen. Kann man nicht interagieren. Aber da kann ich rauf. Ah. Okay, danke. Okay, jetzt geht's da weiter und unten weiter. Ist da hinten noch irgendwas? Na. Gut, gehen wir noch mal runter. Ich, boah. Nämlich da unten war ja auch so eine Luke. Ach so, die ist zugemüllt. Okay, sorry fürs Nachschauen. Okay. Dann wissen wir das auch. So, dann machen wir die Tür auf. Okay, das können wir wieder zahlen. Ah, da müssen wir da einfach oben rauf. Okay. Passt schon. Da wetzt wer ein Messer. Und es wird gespeichert. Gut. Ganz ruhig und langsam. Jetzt sind wir beim Koch. Tatsächlich. Und was für ein hässliches Stück Scheiße er ist. Ein fettes, hässliches Stück Scheiße. Okay. Buck die jetzt ja nicht. Geht sie das aus? Geht sie das aus? Er hat mich nicht gesehen. Das ist gut. Okay, jetzt geht er wieder rüber. Okay, gut. Er macht immer wieder das Gleiche. Okay. Okay, jetzt kommt er da nach hinten. Dann warten wir mal. Arschlochviech. Was macht er jetzt mit mir? Hey, ich will das sehen. Na, ja, gut, einmal ein guter Start mal in den Part. Hm? Okay, da müssen wir aufpassen. Der kann ziemlich gut sehen. Der Anfang war schon mal gut. Komische Geräusche, was die machen. So, jetzt müssen wir warten. Das ist schon mal gut. Das zu wissen, wie es mal da nach rechts geht. Was hat der für ein komisches Gesicht, Alter? Ist das eine Maske? Ich bin mir nicht ganz sicher. Komm, Mädchen. Sehr gut. Das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt da nach rechts gehen, gleich durch, oder? Okay,
Okay, du mal ein bisschen verarschen. Mal schauen, ob das geht. Ja, wieso bewegst du dich auch nicht weiter, wenn ich nach links drück? What the fuck? What the fuck? Aber gut, dass ich das jetzt gemacht habe, dann hat man das auch gesehen. Okay, das ist bis jetzt das Schwierigste. Okay. Stealth Mode. Das Viech hat ziemlich gute Augen. Komm, beweg dich. Nimm deine Pfeffermühle mit. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Diesmal haben wir es gut getimed. So, und wir müssen warten, bis er fertig geschnitten hat. Dass er dann nach links geht und sich, keine Ahnung, was auch immer das ist, was er da immer in den Topf reinhaut. Wahrscheinlich eine Karotte. So. So, wir laufen da jetzt einfach mal geradewegs ganz nach hinten. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, die Musik ist schon wieder vorbei. Das heißt, er hat mich aus den Augen verloren. Ich sehe ihn aber nicht. Okay, da unten ist ein bisschen dunkler. Sehr gut, sehr gut. Komm, 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 beweg dich, Mädchen. Alles cool, alles cool. Ihr schärft das Messer, das ist gut. So, da hinten müssen wir rauf. Na, ist eh klar. So, kommt er da jetzt rauf oder nicht? Das scheint nicht so. So, da oben haben wir eine Kerze zum Anzünden, das ist schon mal gut. So, komm, komm, komm. Na, was willst du jetzt machen, hä? So, ich springe sogar für dich. Ha? Was willst du jetzt machen? So. Na, schau, wie er sich aufregt. Ja. So, nach rechts. Weiß ich nicht, ob da irgendwas ist. Wir schauen einmal nach. Das scheint aber nicht so. Da, schau, da hast du ein Brot. Ich hab dein Brot runtergehauen. Das heißt danke, gell? Nein! Nein! Beweg dich! Na, ich bin so ein... Jetzt sieht man es nochmal. Er gibt mich rein in den Fisch! Na, Gott sei Dank bin ich jetzt nochmal gestorben, oder? Die Sterbesequenz haben wir auch noch nicht gesehen. So, 10 Minuten verschissen für nichts. Aber dafür... Ah, sehr gut, gleich da oben. Wenigstens was. So. Wenigstens war es gleich da oben. So. Da bringt sich nichts. Das heißt, ich bin schon mal richtig gegangen. Meine Fresse. Vorsichtig. Habt ihr das jetzt gehört? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, er hat's gehört. Er schaut zumindest nach. Okay, vorsichtig, du da drüber gehen, vorsichtig, vorsichtig. Und springen, sehr gut. So, dann haben wir das auch mal endlich geschafft, nach 10 Minuten. Meine Güte, was ich da jetzt an Zeit verschissen habe. So, wurscht. Geschafft ist geschafft, wir sind durch. Seife. Mal Hände waschen, ne? Na, das Geräusch, cool. So. Was können wir da machen? Da oben ist eine Kerze. Oh, sehr gut. Das zünden wir auf jeden Fall an. Haben wir mal einen Speicherpunkt. Ah, da haben wir einen Aufzug. Und der Gnom schickt uns nach hinten. Ah, nicht, du brauchst das nicht anmachen. Okay, wir können in den Aufzug reingehen. Der bringt mich entweder rauf oder runter, ich habe keine Ahnung. Okay, ich höre nur was. Da schnarcht wer. Ah, da. Achso, wir haben ja unten einen Schlüssel braucht. Genau, genau, genau. Und da oben ist er. Schwingen? Tatsächlich. Und gleich runter. Na, lass mal das Licht lieber aus. Achso, er macht C. Er macht C an. Was auch immer er ist. Aus was er besteht. 100% nur Fett. Okay, ich warte mal ganz kurz. Ich höre. Er hat irgendetwas. Vielleicht ist er auf Scheißeisel gegangen. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen den Schlüssel und müssen auch runter. Den Lift haben wir eh schon aktiviert. Das heißt, wir müssen einfach nur eine laufen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich gehe einfach mal da einfach durch. Passt schon? Genau, da ist der Gnom. Der ist mir zu auffällig. Ich hab's gewusst, dass er kommt. Ich hab's gewusst, wirklich. Ich wollte es kaputt machen, es ist aber nicht gegangen. So. So, ich hoffe, er kommt jetzt nicht nochmal da zurück. Nämlich mit dem Schlüssel da jetzt da. Wird das auf jeden Fall schwieriger, da jetzt durchzukommen. Ich habe mir jetzt da schon vorher extremst schwer gemacht. Okay, er ist mal nicht da. Ganz ruhig und langsam. What the fuck? Ja, das geht nicht. Sie kann sich leider Gottes nicht schnell bewegen. Ich hätte mir jetzt auch gedacht, dass das nicht geht. Schwer zu fassen. Oh, die Ding hat sich aufgehängt. Mal schauen, ob es trotzdem ladet. Nämlich das Viech bewegt sich nicht und die Geräusche bleiben.
Und was passiert jetzt? Okay, gut, es ladet. Gott sei Dank. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich die PlayStation neu starten. 15 Minuten! Okay, ist der Schlüssel jetzt wenigstens da? Ich lasse den Schlüssel jetzt mal da liegen. Er sieht mich. Na, geh durch doch! Alter, bitte, Mädchen, was machst du? Oh. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Da gibt es mehrere Sterbeversionen davon. Ach Gott. Okay, wir wissen, dass er kommt. Das heißt, wir hauen den einmal da nach hinten. Nehmen den Schlüssel auf. Und laufen wir jetzt einfach durch die ganze komplette Küche jetzt durch. Wie schwer man es sich machen kann, ha? Schaut euch das an. Um Gottes Willen. Wurscht, wir haben's. Gib das weg. Mach die scheiß Tür auf. Okay, wohin? 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 Wurst. Kannst du die Wurst essen? Anscheinend nicht. Okay, das ist so. Das heißt da oben. Okay. Da können wir nichts machen. Das ist fest verschlossen. Da, Wurst. Wenn du Hunger hast, wieso ist das nicht? Hast jetzt keinen Hunger, gell? So. Bringt sich das was? Anscheinend nicht. Ah. Na komm, dreh. Achso, da kommt nur ein... Ah, okay, gut, da kommt nur eine Wurst raus. Das heißt, wir müssen ja maximal zwei, vielleicht drei noch dazu kriegen. Irgendwie müssen wir darauf. Ah, da ist er schon. Okay, ich sehe schon. Da haben wir den. Wie nennt man das? Essenslift, glaube ich, nennt man sowas. Ah, okay. Auf mit dir wieder. Gib den Schinken runter. Danke. So, und auf die Luke. Von da oben ist das Fleisch runtergefallen. Meine Güte, gib das scheiß Fleisch da auf die Luke. Danke. Okay, da brauche ich aber noch eins, oder? Ich glaube nicht, dass das gehen wird. Ja, da oben hängt er. Und schwupp. Und hopp! Ja, das habe ich richtig erkannt. Sehr gut. Da kommen wir doch noch ein bisschen weiter da. Na, nimm den anderen. Schiebe ihn ein bisschen weiter um. Kann ich gar nicht. Okay, passt. No problemo. Ist er jetzt? Ich hoffe, er ist drauf.
Er wird ja hoffentlich von oben reinfallen einfach. So, rein wieder, runter. So, festgehalten. 1, 2, sehr gut. Wie ich mir gedacht habe, 2. Und schwupp. Jawohl, sehr gut. So, und rüber da. Perfekt, sehr gut. So, Licht an. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Küche ist jetzt schon mal erledigt. So, Kühlkammer. So, da kann man sich drinnen verstecken. Ja. Da kann man nichts machen, okay. Ah. Schon wieder ein Schlüssel. Okay, das wird langsam schon zu viel. Fick dich. Na gut, wer es weiß, der geht gleich nach hinten. Gut, gut zu wissen, gut zu wissen. Passt schon. Eieieiei. Komm, steh auf, Mädchen. Da ist kalt, wir möchten raus. Beweg dich. Da drinnen verstecken, weiß ich aber auch nicht, ob das so intelligent ist. Passt schon, wir machen das schon. So, rufen. Gleich wieder nach hinten. Tatsächlich. Na, 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 da ist nix. Was machst du da? Das nennt man Käse. Ja, den nimmst gleich mit, gell? Ja, das nennt man Fleisch. Ich verpiss mich mal von dir. Und geht schon. Was? Kann ich da oben rein? Gut, 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 da kann ich rein. Passt. Das ist zum Verstecken da. Jetzt macht er mal wahrscheinlich links die Tür auf. Nehme ich einmal an. Nämlich, ich habe nichts zum Werfen da. Außer der Käse halt. Aber den hat er ja eingesteckt. Okay. Du gehst rein, okay. Das heißt, ich muss mit dir da rein. Da oben liegt der Schlüssel. What the fuck, wie soll ich ihn denn holen, wenn der da ist? Okay. Na, irgendwas anderes muss er ja noch machen. Wir stealthen uns durch. Das ist tatsächlich eine Maske. Aber er riecht mich nicht. So, da ist der Schlüssel. Okay. Wir gehen mal da weiter. Irgendwie muss ich seine Aufmerksamkeit irgendwo anders hinlenken. Ah, da sehen wir schon. Ein Schredder. Okay.
So, drauf gedrückt. Komm, 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 Mädchen. Komm, komm, komm. So, und schnell durch. Komm, 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 komm. Er kommt schon wieder. Schnell runter zur Tür. Komm, 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 geh auf. Achso, es ist eigentlich eh wurscht. Der muss eh noch vorher rauffahren. So, komm. Na, halt noch. Nein. Nein, das lassen wir liegen. Da drin verstecken wir uns. Psst. Aha. Okay. So, kann ich mich da... Tatsächlich, ich kann mich da festhalten. Passt. So, wir sind in der Müllpresse. Kann ich da irgendwas... Ah, okay. Da war ein Ding. Die habe ich gar nicht gesehen. Das war rein zufällig. Ah, okay. Passt. So. Da kann ich nicht drauf, das ist vergittert. Okay. Wir machen gleich wieder Partende. Ich möchte mich nur mal... Na, bleib unten. Nur mal kurz umschauen hier. Okay, die tun da abwaschen. Da kann ich raus. Ich kann die Kamera aber nicht weiter raufgeben. Also es gibt mehrere Viecher von denen auf jeden Fall. Nicht nur zwei, sondern mehrere. Mehrere Köche hier am Start. Hier kann ich auch nicht raus, okay. Und hier kann ich gar nicht weiter. Okay. Was machen wir da? Bewegen sich die auch da weg oder bleiben die da jetzt stehen? Was ist, wenn ich aufstehe? Aha, der eine bewegt sich weg, nur weil ich raufgegangen bin. Das ist gut zu wissen. Der bleibt allerdings da stehen, der andere. Der bleibt jetzt da drüben stehen. Muss ich jetzt da auch nochmal? Moment. Der schaut jetzt unter dem Ding nach, okay. Ah, sehr gut. Passt. Jetzt haben sie sich gesplittet. Man muss einfach nur rausgehen. Okay, gut zu wissen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.